Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal Harrymopf. Es ist mal wieder ein kleines Special und wie ihr wahrscheinlich wisst, ist heute der 31. Oktober. Was ist an diesem Tag Besonderes? Es ist natürlich Halloween und was macht man an Halloween? So Gruselgeschichten erzählen, und das habe ich mir eben gedacht, mache ich mit einer etwas besseren Stimmung. Schon besser. Und wenn ihr ganz die Harten seid, macht es in eurem Zimmer jetzt so dunkel wie möglich. Ich würde mal sagen, wir fangen an. Die Gruselgeschichte heißt das Silberbein. In einem tiefen, dunklen Wald befand sich ein altes, halb verfallenes Schloss. Seit vielen Jahren lebte darin ein alter Graf mit einem Diener. Der Graf hatte ein Silberbein und sein Diener ein Holzbein. Eines Tages starb der Graf. Der Diener, der dem Grafen jahrelang treu gedient hatte, jedoch nicht sehr viel Lohn dafür bekam, dachte sich nun: Der Graf braucht sein Silberbein nicht mehr. Aber mir kann es noch nützen, und für die jahrelangen Dienste wäre es ein gerechter Lohn. Also tauschte er kurzerhand sein Holzbein gegen das Silberbein des Grafens aus. Als es Nacht wurde, verschloss der Diener wie immer alle Fenster und Türen des Schlosses. Etwas unheimlich war ihm ja schon zumute. Niemand weit und breit, nur das Rauschen des Waldes, das Knistern des Kaminfeuers und hin und wieder das Heulen eines Wolfes in der Ferne. Der Diener legte sich in sein Bett und schlief sehr bald ein. Um Mitternacht schreckte er plötzlich auf. Hatte er nicht etwas gehört? Ja, jetzt wurde es ganz deutlich. Ein erst leises, dann immer besser hörbares. Das Geräusch kam näher und näher und näher. Denn die war wohl ganz anders. Wer mag da draußen bloß sein? Er hatte doch alles verschlossen. Oder doch nicht? Oh je, jetzt hörte er eine Stimme. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Es war die Stimme des verstorbenen Grafen. Eigentlich sollte der ja in seiner Gruft im Schlosskeller liegen. Dem Diener wurde schlecht. Doch so schnell wie der Spuk begonnen hatte, so schnell war er vorüber. Gleich am nächsten Morgen, nach einer sehr unruhigen Nacht und schaurigen Träumen, permanent verfolgt vom alten Grafen, machte sich der Diener daran, alle Schlösser zu erneuern und alles zu sichern. Besonders sorgfältig wurden die Türen zur Gruft und Keller abgeschlossen und verriegelt. Bei einem etwas unwohlen Gefühl legte sich der Diener abends in seiner Kammer unterm Dach ins Bett. Und es geschah wieder. Genau um Mitternacht wurde er wieder von einem sich nähernden geweckt. Die Schritte kamen näher, näher, näher und blieben genau vor seiner Kammer stehen. Schweißgebadet lag der Diener in seinem Bett. Jetzt bewegte sich die Türklinke langsam, langsam nach unten. Ganz deutlich hörte er nun auch die vertraute Stimme des Grafen. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Der Diener bekam fast einen Herzstillstand. Die Decke übers Gesicht gezogen, rührte er sich nicht. Plötzlich fiel die Tür ins Schloss und der Spuk war wieder zu Ende. Erleichtert atmete der Diener auf. Am nächsten Morgen wurden die Sicherheitsvorkehrungen noch verbessert. Nun brachte der Diener noch gleich zwei zusätzliche Schlösser an seiner Tür an und schob eine alte Diele unter den Türgriff. Trotzdem in der Nacht dasselbe Spiel. Genau um Mitternacht wurde er wieder von einem sich nähernden geweckt. Die Schritte kamen näher, näher und näher.
und sie blieben wieder genau vor seiner Kammer stehen. Trotz Schlösser und Diele öffnete sich wieder die Türe. Schweißgebadet lag der Diener wieder im Bett, noch weiter unter der Decke verkrochen. Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Hörte er den alten Grafen sagen und dabei immer näher kommen. Nun musste er ganz dicht in seinem Bett stehen. Der Diener hielt den Atem an. Wieder mit tiefer Stimme hörte er: Wo ist mein Silberbein? Wo ist mein Silberbein? Da ist mein Silberbein! Und um die Stimmung des Films nicht zu zerstören, lassen wir die Stimmung einfach mal auch in der Endcard. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, wie euch die große Geschichte gefallen hat. Sagt ihr ja so, gruselig, oder eher so, das ist mein Alltag. Wenn ihr weiterhin auf meinem Kanal dranbleiben wollt, schaut doch nochmal morgen vorbei, denn da kommt ein neues Video vorbei. Am 1. November 2015. Auf Wiedersehen.